In der anstehenden englischen Woche soll es in den obersten drei Ligen in Deutschland zu Protesten kommen. Dies kündigte ein Bund von Fanszenen an. Der Zusammenschluss der Fanszenen in Deutschland hat einen Stimmungsboykott für die anstehende englische Woche angekündigt. Betroffen sein sollen die ersten 20 Minuten aller Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der 3. Liga am Dienstag und Mittwoch. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Zentrale Forderung des bundesweiten Aktionsspieltags ist, dass der Fußball wieder die Interessen der Fans in den Mittelpunkt rückt und nicht die Interessen von Investoren oder Stakeholdern. Erste Gespräche mit DFB und DFL gescheitert. Das Fanbündnis will mit dem Protest ein Zeichen für einen Fußball, der sich an der Basis orientiert, statt die Spirale in immer neue Höhen zu drehen, setzen. Zuletzt wurden Gespräche zwischen dem Bündnis sowie DFB und DFL beendet. Wir sind weiterhin bis in die Haarspitzen motiviert, uns für die Grundwerte des Fußballs und gegen eine weitere Entfremdung des Fußballs durch Korruption, Gutsherrenmachenschaften und Kommerzialisierung einzutreten, hieß es in einem Statement. Mehr zur Bundesliga.